Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Satisfactory. Ja, Leute. Ich war fleißig. Ich habe hier mal ein kleines Industriegebiet aufgebaut, obwohl der ganze Planet ein Industriegebiet wird oder ist. Und zwar war ich nicht so ganz damit zufrieden mit dem ganzen Kram hier hinten. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was da abgeht. Und ich habe ein bisschen rumexperimentiert und ausprobiert. Tatsächlich, auch mit Fahrzeugen und so. Und ich glaube, ich habe jetzt vielleicht den richtigen Weg gefunden. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann verlinke ich euch hier oben einmal die Folge, die Uncut-Folge 2021. Da könnt ihr dann mal 3 Stunden lang zusehen, wie ich mich hier bemühe, irgendwas in die richtige Richtung zu bekommen. So, darum, heute, was machen wir heute? Heute möchte ich euch einmal abholen, was alles mittlerweile so offline passiert ist, was ich nebenbei gemacht habe. Und ich möchte heute mit euch Quarz suchen gehen, damit wir noch ein bisschen was freischalten können. Und wir können die Stufe Phase 2, spielen wir die Phase 2 abschließen. Ich habe alles vorbereitet. So, also, wie gesagt, ich habe hier mal ausprobiert. Ich habe hier diese 4 Miner, nur mal für euch zum Verständnis, wo wir sind. Hier ist unser Fahrstuhl. Na, das ist dann ja hier. Und wir sind dann hier oben. Da hinten ist so unsere erste Fabrik, die ich gemacht habe. Sprich, das hohe Gebäude ist ja unsere Kupfergeschichte. Genau, so. Und nun war halt mein Gedanke ganz kurz nur, ich wollte mal ausprobieren, wie ist das, wenn du 4 Miner aufstellst? Das sind jetzt alles MK2. Die produzieren zusammen 240 Einheiten Eisenerz hier in die Container rein. Hier in dem Gebäude sind Schmelzen, die verarbeiten diese ganzen Teile zu insgesamt dann 240 Barren. Und dann teile ich das auf. Also ich habe hier in Gebäude, das ist Gebäude 1. Na, ich könnte einmal ganz kurz nochmal reingucken. Hier, zack, Schmelzen, ihr kennt es, bla bla bla. Also hier ist auch nichts passiert. Ich habe keine Freischaltung gemacht. Ich habe wirklich nur die, ich nenne es mal die Standardgeschichten, einfach mal verarbeitet. Und ich fand das hier halt sehr, sehr gut. So, dann kann man hier rübergehen, kann man noch auf die anderen. Oben habe ich nochmal 4 Schmelzen, also 8 Schmelzen. Und die transportieren den ganzen Ackerwatz da rein. So, und hiervon wird feuchtfröhlich dann rausgesucht. Hier kommt der ganze Überschuss rein in unseren Häcksler, in den Schredderer. Hier habe ich eine Fahrzeugstation, die alles überschüssige Material oder Material, was produziert wird, hinten in unser Zentrallager reinkommt. So, hier werden Eisenstahlplatten gemacht, ganz normal. Einfach nur, das sind, glaube ich, da gehen 60 Bahnen rein. Und hier habe ich drinne die Eisenstangenproduktion. So. Auch hier gehen 60 Barren rein. Ja, das ist, weil man denkt, man muss da ja nicht mehr rechnen. Ich meine, ja, natürlich. Ich habe jetzt eine Kapazität von 240. Ich rechne aber jetzt in Barren. Und die kann ich natürlich nur aufteilen dementsprechend. Ne? Also, das geht so. Und ich habe für mich herausgefunden, muss ich aber sagen, tatsächlich zufällig, das gefällt mir echt gut, einen Keller zu bauen, wo alles drin rumfrickelt. Da muss man nicht so drauf achten, wie es aussieht. Na, ihr wisst ja, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und hier ist halt der Plan. Ich habe jetzt hier einen Container. Da gehen jetzt die Eisenstangen rein. Industriecontainer. Die Eisenstangen gehen rein. Hier habe ich den intelligenten Splitter. Also das bringt schon richtig was. Wenn der voll ist, dann geht hier... Oh, warte, ich muss hier mal zumachen. So. Dann geht hier alles rüber in die Abholstation. Tatsächlich hier, ne? Hinten in die Abholstation, Eisenstangen und die überflüssigen Eisenstangen gehen ins Zentrallager. Sprich, hier soll ja noch eine Schraubenproduktion hin. Dann gehen die Eisenstangen erst natürlich in die Schraubenproduktion und so weiter und so weiter. So, das einmal ganz kurz dazu. So, hier befinden wir uns jetzt im Zentrallager, wo halt natürlich ein Fahrzeug alles anliefert, was da hinten produziert wird, was im Überschuss ist etc. Und jetzt ist halt das mit den wunderschönen intelligenten Splittern, kommt das natürlich richtig gut. Der schmeißt einfach rein. Das hat hier eigentlich auch gar keine Priorität. Der haut hier einfach rein, wie es kommt. Natürlich von außen kommt auch noch jede Menge. Und ich habe hier mit dem Splitter, haben wir jetzt die Möglichkeit, pro
LKW-Station ja 6 Materialien aufzuteilen. Wie das mit dem programmierten Splitter nachher tatsächlich funktioniert, da bin ich auch immer sehr gespannt. So, und ich habe halt gesagt, ne, hier wird alles reingeschmissen, Eisenstangen hier rein, Stahlplatten da rein und so weiter. Hier kommen Schrauben rein, wenn die irgendwann produziert werden. Und dann kann ich mit der Station nochmal 3 beliefern. Wie ich das hier hübsch aufhübsch, weiß ich noch nicht. Da habe ich noch ein bisschen Kohle abgezwackt, dass der immer schön Sprit hat. Das dazu. So. Ja, wundert euch nicht, hier hinten, da habt den benutze ich für so manuelle Sachen, wie zum Beispiel hier für die... Ah, was sind das hier? Hier für diese zum Beispiel... Achso, dieser... Warte, da habe ich sie ja schon mal vorbereitet. Automatische Verkabelung. Das machen wir auch gleich. Das geht gleich los. Ich gehe bloß einmal hier mit euch rein. Ich habe hier nochmal was vorbereitet. Ja, hier dieses Gewuschel. Erstmal aus der Not heraus. Ich habe hier auch die intelligenten Splitter, die sagen, wenn Überschuss ist, hau rein. So. Das auch. Dann einmal rein in die Mam. Weiter habe ich auch schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Nichts Dolles, nichts Wildes. Einfach einmal noch hier Plätze freischalten. So. Tool belt expanded. No alien organisms were harmed during the creation of this tool belt. So, okay. Dann haben wir hier noch ein Gürtelchen mehr. Dann können wir... Achso, haben wir den schon zusammen erforscht? Den habe ich auch mal gebaut. Den habe ich auch gebaut. Und ich habe... die Förderbanddeckenhalterung einmal gekauft. Fand ich ganz nett. Und ich habe uns hier nochmal Eckrampen gekauft. So. Genau. Dann habe ich hier, um die Phase 2 abschließen zu können, hier die Station und unten alles angefertigt. Da zeige ich euch gleich was. Aber ich würde sagen, wir schalten jetzt die Phase 2 frei. Wir schalten jetzt die Phase 2 frei. Ich bin ja gespannt, was kommt. Keine Ahnung. Und ich habe jetzt schon Angst um Phase... Nachher Phase 3. Oh. Okay, gut, wir starten. Versiegeln. Oh, es wäre cool. Mal sehen, was da alles kommt. Ich weiß nicht, was schon. Ich hoffe, ich kriege das Jetpack schon. Ist das Jetpack Phase 2 oder Phase 3? Ich weiß es nicht. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress Presentation. Congratulations, the Phase 2 Project Part Shipment is now ready for delivery. On delivery, Phase 2 will be completed and the construction dock will be constructed. After completion of Phase 2, the technologies of Phase 5 and 6 will become available in the hub. These might feel intimidating after your previous experience, but rest assured that you would not be here if you were entirely incompetent. Highlights are oil production, railway transportation, the jetpack, and many more. Completing Phase 3 of Project Assembly is your next main objective. Just remember to focus on producing and delivering the project parts, and Fixit's faith in you will be strengthened. Ja, du schaffst das. Erinnert mich an einen Spruch, hat mal jemand anders gebracht. Etwas anders, aber egal. Boah, wie geil. Das gucken wir uns an, oder? Cool, zwar Phase 2. Nein, finde ich gut, finde ich gut. Wir haben es geschafft. Junge, Junge, Junge. Ja gut, ich sag mal, man kann es natürlich auch weitaus schneller. Obwohl, welche Folge haben wir? Guck, wir haben Folge 21. Ich habe viel vorproduziert. Perhaps you were the right choice for the job. Time will tell. You will now enter Phase 3 of Project Assembly. Continue as you are, and there should be no issue. For humanity, for Fixit. Geil, ne? Ich finde, das haben die echt super gemacht. Na,
Herr Kollege, so schnell wirst du dich aber nicht bewegen. Aber das ist cool, wir könnten nämlich jetzt schon mal Phase 3 tatsächlich einleiten. Und zwar, pass mal auf, da möchte ich nur einmal was ändern. Wir gehen heute auf jeden Fall noch los, habe ich irgendwie eingeschaltet. Brauchten wir für Phase 1, da habe ich schon eine Produktion erlaufen für diese versteckten Gerüstteile oder was ist das? So, und dann würde ich sagen, dann brauche ich aber erst einmal einen intelligenten Splitter. So, intelligenter Splitter geht hier ran. So, zack, zack. Alles klar. Es sind wieder drei Teile. Ja, weil vorhin habe ich nämlich das Problemchen gehabt. Ah, das wird scheiße aussehen. Moment, wartet. Ja, so. Ja, warum habe ich das gemacht? Nur mal so. Also, ich habe noch Beton organisiert. Ich habe es vorhin gehabt. Da habe ich bloß einen Eingang gemacht da rein. Und der hat sich nachher, ist nachher ein bisschen verstopft. So, und weil ich halt nur einen Eingang habe. Und jetzt habe ich so, dass wir nachher, wenn wir die anderen Sachen erforscht haben, dann läuft das hier alles ganz entspannt. So, jetzt brauchen wir nur noch mal einen Schlepper. Wie gesagt, ich habe hinten ja schon eine Sache vorbereitet. Kann ich euch dann auch... Doch, war richtig. So. Eigentlich sollte... Sollte die Route, aber mit der stimmte was nicht. Passt mal auf. Und zwar die Tankgeschichte hat nicht so ganz hingehauen. Warum auch immer bei dem Vogel. Muss sowieso mal tanken, ne? Habe ich noch Kohle auf Tasche? Ah, nee, aber ich glaube, mein Flievertüt hier hinten hat. Aber ich lass mal laufen und wenn das nicht funktioniert, weil der andere hat sowieso ganz komische Marotten gemacht, würde ich den dann mal nochmal umändern. Die Strecke. Aber gut, wir schauen mal. Wir werden sehen. So, dann spring mal rauf. Fahrstuhl. Route laden. Wegpunkt ausblenden und den einmal aktivieren. So, ich zeige euch einmal kurz das Chaos. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt. Und auch, ich glaube, die aktive Splitter. Da eigentlich hoch? Ich weiß das gar nicht. Vor allem fährt er los. Ja, er startet. Lass mich mal kurz einmal schauen. Also ich habe hier irgendwas hingewurschtelt, dass der diese Gerüstdinger baut. Hier rein. Mal sehen, wie viel haben wir denn hier? Das hier noch aktiv? Okay, du lädst auf, aber warum bist du nicht... Ah, nee, doch, da kommt was rein. Es ist nicht viel. Ja, sag ich euch, wie es ist. Es ist nicht viel. Also, das ist nur so ein bisschen, aber lass laufen. Wir brauchen sowieso. Und hat ja vorhin auch geklappt. Ich war selber nachher etwas, in Anführungsstrichen, überrascht, dass das auf einmal doch so schnell ging. Ja, genau, das Ding kam da. Ach, ja, Moment, genau, jetzt haben wir das Problem. Wir müssen unbedingt hier modulare Rahmen, eine Produktion herstellen. Aber nicht heute. Das läuft erstmal, da können wir Dinge mit tun. Wir gucken mal, was gab es da Neues? Hier gab es nichts. So, Strom gab es, den Energiespeicher, den kennen wir schon. Also, zumindest den haben wir so reingekriegt. Hier gab es jetzt auch nichts Neues. Ja, klar, Flüssigkeitsspeicher. Aber wir haben ja noch gar nichts Neues. Hier gibt es ja noch gar nichts Neues, ich Nasenbär. Wir müssen ja einmal hoch zum Dings. Zum Lab. Ah, ja, hier wollte ich euch noch was zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es euch jetzt schon in der Folge gezeigt habe oder ob ich das in der... Ups. In der, sagt mal schnell, Uncut-Folge gezeigt habe.
Ah, ich habe ja hier die Produktion am Start für KI-Dinger. Habe ich auch erstmal nur, also hier für die Teile, damit wir halt den Splitter bauen können. Könnte ich mir ruhig mal einen Schwung nehmen. Allerdings muss ich hier immer Kupferblech noch manuell einführen. Ne? Also auch das Ding müssen wir komplett ändern noch. Aber der macht halt die Bahn, soll er hier, bis er voll ist. Hier wird ein bisschen noch gemacht und dann ist gut. Weil die intelligenten Splitter, so viel brauchen wir dafür nicht. Und wir haben schon mal ein bisschen was. Gut, das war das eigentlich auch schon, ne? Wie gesagt, oben habe ich oben noch was gemacht? Ich habe alles hübsch gemacht, ansonsten nichts. Also näher, habe ich alles hübsch gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war ich ziemlich... das wurde schon grenzwertig. Und ich habe mir gedacht, wenn du jetzt einzeln die Produktion hast, einzelne Produktion in einzelnen Gebäuden, ist vielleicht die Übersicht ein bisschen besser. Aber ich weiß es nicht. Wir müssen mal sehen. So. Okay, wir wollten jetzt erst einmal reingehen und gucken, was wir freischalten können, was nicht. Stufe 4, super gut. Stufe 5 und Stufe 6. Oh, Schande. Jetpack. Oh Leute, ich habe ja so viel Bock auf das Jetpack. Ich bin ernsthaft von überlegen. Motoren. Das ist machbar. Leute, das ist machbar. Motoren wird noch eine Nummer. Das sind MK4 für der... Oh, der LKW. Allein nur, weil der cool aussieht. Ja, da werden wir Dinge tun, aber sowas von. Also ich würde sagen, wir fangen hiermit an, oder? Natürlich fangen wir damit an. Das Jetpack, das müssen wir uns ziehen. Ja, ja, ja. So, alle Materialien zusammengewuselt. Die hauen wir dann mal eben rüber. Und dann schalten wir uns mal den ersten Meilenstein frei. Und guck mal, was so ein Jetpack kostet. Fixit has granted you the power of flight, provided you have a jetpack and the appropriate fuels. The jetpack refuels automatically while you are standing on a surface, and different fuel types will affect the jetpack's functionality. With this increased versatility, you will no doubt achieve efficiency levels previously unheard of. Okay, dann werde ich mal gucken, was uns das Jetpack so kostet. Jetpack. Ah ja, okay, Motoren. Auch Stahlrohr ist nicht das Problem und Draht ist auch nicht das Problem. Wollen wir uns das gönnen, Leute? Ich weiß, eigentlich wollten wir ja los, aber 5 Motoren sind doch eigentlich fix gemacht. Warte mal, ich habe da hinten gerade eine Produktion am Start. Für so einen Motor brauche ich was? Was? Ich weiß, heute ist eine absolute Wuselrunde mal wieder. Aber es gibt so viel zu entdecken. 2 und 2. Und wir brauchen 5, also brauche ich 10. So, 10. Habe ich 10 Rotoren? Ja, habe ich. Ist das richtig, was ich sage? Ich habe mich bestimmt wieder vergrüßt, ne? Nee, 2 und 2 stand da doch, ne? Nee, bestimmt 20, oder? Wartet mal. Was habe ich denn jetzt gerade hier? Teile? Oder ich verwechsel das jetzt mit... Ich glaube, ich verwechsel das jetzt gerade mit was? Wo ist der Motor? Da. Nee, 2, 2. Also 10. So, mal sehen. Ich habe hier einfach mal pauschal was reingeschmissen, um die Jungs hier fertig zu machen. Gut, dass ich es gemacht habe. So. Sollten wir schnell den Rotor einmal machen? Den Motor 5 Stück? Ah ja, ja, okay, um den Schlepper muss ich mich kümmern. Der hat schon wieder keinen Brennstoff. Eigentlich sollte der da unten immer anhalten. Immer anhalten. Dann muss ich nicht anhalten, sondern einmal nachladen. Ah, das mache ich dann mal offline. Ganz entspannt. Was wollten wir den Motor? Motor 5 Motoren.
Da lasse ich euch jetzt mit bei. Ja, zur Not gehen wir auf jeden Fall, also auf jeden Fall gehen wir nächste Folge los und suchen Erz, weil ich glaube, wir haben ja noch nicht mal das Exoskelett. Und ich glaube, da brauchten wir doch, sagt mal schnell, Quarz für, ne? So, 5 Stück brauchte ich dafür. So, vielleicht hättest du dir ja auch einfach mal, Dings, da Exoskelett brauchte ich. Habe ich das doch schon? Wieso habe ich das dann noch nicht gebaut? Ah, doch, Quarzsand, seht ihr? Aber ich habe... Nee, ich hatte genau, ich habe 17 Quarz gehabt. So war das. Ja, nee, auf jeden Fall, nächste Folge. So, Jetpack. Aber die Materialien sind auch schnell zusammen, ne? So, das heißt, wir brauchen noch einmal Draht und nochmal Stahlrohr. Stahlrohr ist ja alles gar kein Ding. Das ist ja alles gar kein Ding. Komm mal hier. Hast du noch Stahlrohr zufälligerweise hier hinten drinne? Nö. Holen wir uns. Dann können wir uns das auch unten bauen. Ich habe nämlich unten alles. Aber wartet, was brauchen wir noch? Draht, Eisendraht, den Stahldingsdraht, den holen wir uns von oben ganz fix. Oh, ich bin gespannt. Also ich weiß, ich muss den Biotreibstoff, der soll wohl der effizienteste sein. Oh, wo war mein Draht? Hier, die ist auch schon wieder... War das der? Nein, es war Beton. Draht. Mach mal Licht an. Da. Ich brauche Schilder, Leute. Ich wollte in unserem Awesome-Shop wollte ich auch noch mal reingucken. Und jetzt brauche ich noch Stahlrohr. Das finden wir hinten. Da haben wir tatsächlich mehr als genug von. Ja, ich könnte über die Röhren auch schnell hinflitzen. Aber da wir eh mit dem Vehikelum hier gleich unterwegs sein wollen. Weil der andere sollte eigentlich, so wie ich jetzt hier, eigentlich fährt er hier immer vorbei. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr geht. Und soll sich eigentlich auffüllen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich den zu weit weg, aber eigentlich nicht. So, wir brauchen ein bisschen... Ach so, der Frachter ist zurück. So, ich stecke da mal einen Schwung von ein, dann läuft das auch hier wieder. So, jetzt können wir das Jetpack... Ich bin ja echt gespannt. Ja, also wir werden das Ding erstmal mit Kohle betreiben. Jetpack! Falsch halt. Tada! Brücken nehme ich an. So, dann brauchen wir mal ein Schipperchen Kohle. Ich nehme am besten 2 Schipperchen Kohle mit. Und jetzt bin ich gespannt. Ich gehe mal raus. Ich kenn's nicht. Okay. So. Wie funktioniert denn das jetzt? Ich habe jetzt das Jetpack, ja? Und dann kann ich hier jetzt... Oder muss ich hier rauf? Bevorzugt... Oder geht das mit Kohle nicht? Schade, ich dachte, der fährt auch mit Kohle. Also dann nur mit dem Treibstoff, Biotreibdings... Also mit festem Biotreibstoff oder mit flüssigem Biotreibstoff oder mit Sprit. Ah, Schande, mit Kohle geht das nicht. Ah, da müssen wir uns ja noch was besorgen. Naja, ist egal, wie geht denn das? Okay, das ist natürlich, Ja, ist okay. Gut. Okay, gut. Also nicht mit Kohle. Aber das macht nichts. Wir gehen ja eh auf Expedition. Wir hauen mal die Kohle darüber. Wir werden das hier mal rumsortieren. So. Also, wir gehen los. Wir wollen uns Quarz organisieren. Das heißt, ich möchte natürlich gerne eine Quarzstelle haben. Das wiederum würde dann ja heißen, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen dafür auf jeden Fall, nehme ich hier einen MK... Nein. Einen MK2 meiner mit. Ein, so. Was baut mir Quarz ab? Denn natürlich ein Schmelzofen, der Quarz
zu Quarzsand, denke ich, hoffe ich, macht, oder? Was macht mir denn Quarz? Ich glaube aber schon, ne? Gebäudeteile? Quarzsand, ist klar. Konstruktor und Werkbank. Ah ja, alles klar. Gut, davon. Warte. Nein. Fabrikator, Konstruktor. Wartet. So. Ich muss da nur einmal reingucken. 37,5 und du brauchst Rohquarz 22. Okay. Okay. Ja gut, ey, muss ich sehen. Es ist sowieso erstmal nur, dass wir was am Laufen haben. Das ist so wie hier oben. Katharina hätte ich fast gesagt. Hier, wie heißt das? Erzdingsbums? Wie heißt denn das jetzt? Kupfererz nicht, Rohquarz. Katheriumerz. So, hier können wir schon mal einen Scan losschicken. Katheriumerz und unser Schwefel ist voll. Er ist rattenvoll. Ich muss das alles herholen. Ich möchte das gerne mit der Eisenbahn machen. Ey, das wäre doch bestimmt cool, oder? Schön die Ressourcen einsetzen, da bin ich gespannt. Und dann unser Lager da oben, unser Zentrallager aufbauen. So. Aber nichtsdestotrotz. Das heißt, also ein Miner, ein Schmelzofen und wir brauchen einen Konstruktor. Ich habe wieder falsch gedrückt. Einen Konstruktor. So. Dann brauchen wir natürlich einen Container. Nehmen wir gleich den großen. Strom. Ja. Okay. Das heißt, jetzt brauche ich dann noch zwei Bodies. Eins, zwei. Okay, die haben wir. Dann hätten wir dafür alles. Haben wir Förderbänder. Wie gesagt, das sollte... Ich nehme auch noch ein paar Stahlplatten mit. Ja, Stahlplatten können wir irgendwo dann auch noch mal machen. Ich meine, das läuft hier, aber... Ja. Okay, den Rest sollten wir haben. Ich würde sagen, wir fahren los. Wollte ich sonst irgendwas tun? Nö, ne? Und wir gehen mal... Doch, du musst jetzt einmal... Einmal nochmal, damit wir wissen, wo wir überhaupt hin müssen. So, Quarz. Sind das da oben eigentlich eine Zerlegungskiste? Wo kommt die denn her? Ja... Unrein, normal. Aber das würde mir ja schon mal zusagen. Ich würde sagen, ich werde einfach mal hier so eine Marke setzen, damit wir wissen, wo wir hin wollen. Die Marke Stempel hervorheben. So. Ah, gut. Fahren wir los. Ja, und natürlich, wir machen es immer wieder, dass ich, so wie wir es immer machen, ich werde uns die Materialien für die nächsten Meilensteine machen. Ich denke, Öl auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall die Eisenbahn auch fertig machen. Das sollten wir auch tun. So, wo muss ich denn da am besten langfahren? Am besten hier hoch, oder? Ich glaube, war das nicht da hinten aus? Muss man mal gucken. Genau. So, Strom müssen wir da natürlich dann hier auch hin haben, ne? Aber da suchen wir uns schon. Lass mal gucken, wo ob keiner guckt. Das haben wir ja schon. Den haben wir schon aufgemacht. Ich glaube, wenn wir hier unten runterfahren, ein bisschen Erkundungstour. Ist ja eine schicke Gegend, ne? Ist ja schick. Ach, seht ihr, ich wollte noch Bio-Treibstoff mitnehmen.
Ja gut, wie gesagt, Öl und dann brauchen wir sowieso den Bio-Treibstoff und nicht den festen Dingsbums. Moin! Es ist hübsch, hier ist hübsch. Und wir müssen auf jeden Fall... Oh, das ist ein Schneckchen. Schneckchen lassen wir nicht stehen. Dann müssen wir auf jeden Fall... Moin, Flinzy. Oh, ich finde es cool, dass wir die passiv geschaltet haben. Ernsthaft. Tut mir jetzt zwar schon in der See... In der... Blaue Elektroschnecke. Ich möchte gerne mal eine violette haben. Tut mir zwar ein bisschen in der Seele weh, dass wenn ich doch mal eins der Viecher oder so niederstrecken muss, aber... Tja, ich weiß nicht. Durchs Dickicht oder durch... Ich würde eher sagen, mal den Weg lang. Ich meine, dafür sind ja Wege da, ne? Oh, der, ja, wir müssen doch mal hier einmal durch. Jo, wir mal ins Blaue, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, was ist das? Oh, was? Das ist nicht gut. Da ist noch ein Schnecki. Hieß. Das ist diese Pflanze. Ja, die muss ich auch noch entdecken. Die mal wegmachen. Ja, zu euch komme ich. Ich muss euch gleich noch mal fertig machen. Was ist das da? Okay. Noch ein Pflänzchen. Ja, die kenne ich ja auch. Die habe ich ja auch schon. Oh, die nehmen wir mal mit. So, da ist auch noch was. Wo ist eigentlich unser Marke? Was ist das? Das ist Schwefel. Das ist nur so zum Abbauen. Das können wir stehen. Ah, was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Normal. Ja, das können wir ja nehmen, ne? Das nehmen wir. Das nehmen wir, Leute. Aber dann würde ich tatsächlich sagen... Habe ich nicht irgendwo... Ich will einmal da hinten so eine Pflanze wegmachen, damit ich die erforschen kann. Weil das möchte ich schon gerne alles und dann lasse ich die in Ruhe, wenn die mich in Ruhe lassen. Ich weiß, eigentlich ist es unfair. So, ich will nur erforschen. Samples of unknown alien species acquired. It is unclear where on the flora or fauna spectrum it lies, but initial data suggests this might be a nest or an egg. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. So, gut Leute, dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge hier unsere kleine Quarzgeschichte aufbauen. Werde ich das schon mal machen? Nein, das machen wir hier mal schön zusammen. Ne? Wir machen das schön zusammen. Ist schön hier. Und irgendwo säuselt doch noch was. Ich glaube, diese Mercer-Sphäre, wenn wir die nicht direkt erwischen, da machen wir nochmal einen. Nee. Da würde ich sagen, Stempel nicht mehr vorheben, Stempel entfernen. Da machen wir dann nochmal eine extra Tour, oder? Mal einen Tag, wo wir nur versuchen, diese Mercer-Fähren mal zu finden. Mal gucken. Gut, alles klar. Wir machen hier was zusammen. Also Leute, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann morgen, wenn es hier... Also, wenn es hier weitergeht und wir unser Quarzvorkommen einmal aufbauen. Und dann mal gucken. Also Leute, schönen Dank fürs Zusehen. Ciao, euer Maruk. Kriege ich nicht mal meinen Abschluss hin.